Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 6 von Star Sektor. Gehen wir in die Mission rein und wir wollten die zweite haben hier. So. Ja, haben wir schon einmal probiert, leider fehlgeschlagen. Ne? Immer noch die Piranha-Bombers, die das gegnerische Flaggschiff zerstören sollen. Und wir sollen natürlich das Ganze schaffen, aber ja, das ist noch nicht so das Ding. Nächster Versuch. Mal sehen, ob wir besser werden. Play Mission. Gut, mitnehmen können wir alle. Was ja auch vonnöten ist. So, die drei fliegen definitiv schon mal nach da. Das lassen wir eskortieren von den allen. Und das hier ist noch der Versorgungsträger. Der fliegt mal nach da. Die beiden zu uns, die beiden zu uns, die drei dahin. Und dann sind wir schon mal so weit durch. Gut, okay, lassen wir mal gerade ein bisschen weiter vorfliegen. Ach so, warte, machen wir mal den nach da. Oder da? Oder lieber da? Dahin. Gut, fliegen. Und dann gehen wir da rein und gucken uns das an. Rauszoomen. Und schauen, was wir für Möglichkeiten haben. Gehen wir schon mal auf Rakete. Da ist so ein Nebel. Okay. Gucken wir mal, auf Feindschiffe treffen. Hoffentlich nicht gleich das Große, das wäre nicht so dolle. Dem Nebel geht es natürlich relativ langsam voran. Und sein Schutzschild aufgebaut. Und da oben ist ein großer, den müssen wir erstmal als erstes kriegen, ne? Kriegen wir den auch? Irgendwie will der das nicht schaffen, oder? Oh, da ist der Dicke. Da müssen wir mal gleich schon die Biege von machen. Kriegen wir das hin? Ich will es hoffen. So, den sind wir schon mal los. Oh, da ist der Dicke. Flucht, Flucht. Wir können nicht fliehen. Wenn er uns einmal hat, haben wir verloren. Super Shit. Na, das ist schon wieder gescheitert. Das spüre ich schon. Bloß weg da. Ja. Da kommt schon wieder der Große. Na, der hat uns schon wieder getroffen. Triebwerk ausgesetzt, auch doof. Zweites Triebwerk wahrscheinlich auch gleich erwischt. Jetzt passiert's wieder, dass wir getroffen werden. Super. Und da sind wir Geschichte. Alles klar. Ja, Mission wieder gescheitert. Wieder hat es uns erwischt. Und nichtsdestotrotz werden wir es wieder versuchen. Andere Taktik probieren, aber ich wüsste nicht welche. Alle mitnehmen, ist auch klar. Das und das. Das dahin. Die drei dahin. Und wir gehen mal dahin.
Gut, und dann Pause raus und auf geht's. Fliegen wir mal so lange, wie es ist, bis der erste Feind zu sehen ist, und dann schalten wir um. Und wir müssen einen nach dem anderen von denen kitteln. Das bringt anders nichts. So. Irgendwo Feindkontakt, die haben den ersten Punkt eingenommen, das steht schon mal fest. Gut, da sind Feinde zu sehen, gehen wir rein. So, die sind gleich Geschichte eigentlich, oder? Gut, das haben wir schon mal prima hingekriegt. Und da kommen jetzt die anderen. Kriegen wir das wohl irgendwie noch mal hin, dass wir die auch treffen? Oh, da ist der Dicke. Den habe ich ja hier gar nicht erwartet. Komm, drehen, 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 drehen. Und alle oder was? Ja, das sieht nicht gut aus, der dreht sich schon wieder. Nee, das ist auch schon wieder erledigt. Und da hat er uns wieder erwischt und das war es auch schon wieder. Antrieb kaputt. Nicht machbar. Kaputt. Also irgendwelche Sachen sind da voll fehl am Lauf. Zweiter Versuch auch gescheitert. Play Mission. Alle mitnehmen, ist auch klar. Fliegen wir mit allen dahin. Probieren wir es so aus. Und los geht's. Gut, schauen wir mal, ob wir diesmal irgendwie eine Möglichkeit haben. Nehmen wir den zweiten Punkt ein. Der ist schon von den Feinden besucht. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir einen von denen da mal kriegen. Wo ist das große Flaggschiff? Derzeit nicht hier.
Da sind welche auf jeden Fall. Ja, super, jetzt fliegt er so schnell vor. Wo ist er denn? Da ist er. So, gucken, dass wir da erstmal wegkommen. Machen wir mal feindliche Einheiten da. Stellt sich die Frage, ob wir noch eigene Einheiten haben. Sieht aber nur aus. Da ist der Dicke irgendwo am Fliegen. Genau so ist es. Den müssen wir von hinten kriegen, aber der dreht sich verdammt gut. Das wird nichts werden. Nee. Und dann haben wir schon wieder verloren, in Anführungsstrichen. Das kriegen wir nicht mehr hin. Und das war's wieder für uns. Auch doof. Gut. Neue Technik oder Taktik oder wie man es auch immer nennen soll. Ein neuer Versuch. Alle mitnehmen, das passt. Die drei dahin. Das eskortiert dahin. Und er dahin. Und auf geht's. Gut, gucken. Der erste Sektor ist genommen. So, da oben habe ich das erste Schiff gesehen. Wollen wir mal die Steuerung übernehmen?
und gucken, dass wir den kaputt kriegen. Schutzschild hoch. Da oben ist er. Gut, einer ist schon mal Geschichte. Da ist einer. Mal gucken, dass wir den kriegen. Oh, da kommt der Dicke gleich schon mit. Na super. Der ist auch Geschichte. Oder sagen wir eher von uns einer war das ja, ne? Ja. Das wird ja wieder nix. Und der Dicke hat uns schon wieder am Haken. Alles klar. Irgendwas, was wir noch gegen den werfen können? Ne, hier ist er. Und das war's schon wieder. Auch nichts geworden. Ja, scheint relativ schwer zu sein. Gucken wir nochmal. Haben wir alle ausgewählt? Ja. Die schicken wir dahin. Mit Eskorte dahin. Der dahin. Und los geht's. Gucken wir, dass wir es diesmal irgendwie hinkriegen. Fliegen die nicht? Ne, die fliegen nicht. Alles klar. Leertaste gedrückt. So.
So. Jetzt hätte ich gerne nochmal die Karte gehabt. Und das sind die Bomber, oder? Und die sollen den angreifen. Gut, schauen wir mal, wie das klappt, oder auch nicht. Wir ziehen uns ein bisschen zurück. Krieg's wieder nicht hin. Und volle Breitseite von dem Ding gekriegt wieder. Und ich glaube, wir haben auch wieder nichts, was wir ins Rennen noch werfen können, oder? Ist wieder alles vorbei. Nee, nee, nee. Continue. Ja, gut, das waren jetzt 4 Versuche. Irgendwie ist es das nicht, aber da müssen wir noch ein bisschen was gucken, dass wir das irgendwie anders angehen. Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde mir das bis zur nächsten Folge überlegen. Eigentlich würde ich ganz gerne ja erst diese kleinen Schiffe kaputt kriegen, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Gut, vielleicht muss ich offline ein bisschen üben, damit es besser wird. Okay, aber ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen erstmal und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.